Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich, meine Lieben, hier bei Zapunzels Orakel. Es geht hier um den Dualseelenprozess und den Seelenpartnerprozess. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ich begrüße auch ganz herzlich all die neuen Abonnenten und freue mich über jeden weiteren, der diese Familie entert. Ist ein spannendes Trüppchen hier und ich mache heute den Blick hinter die Kulissen, möchte mal schauen, was Otto so zu berichten hat. Es gibt viel zu verdauen fürs Team Otto, das sollte mal klar sein. Zumindest ist mir so einiges zu Ohren gekommen. Womit ist er beschäftigt zurzeit, Spirit? Ach. Na komm. Dankeschön. Ich suche mir immer erst ein paar Überschriften und dann versuche ich mal ein bisschen genauer zu checken, wie er denn so tickt. Oh! Er denkt über Abenteuer nach. Otto denkt über Abenteuer nach. Ja, das ist ein Abenteuer, sich auf die Liebe einzulassen. Das ist was, das ist für ihn ein Abenteuer, was ihm auf der einen Seite den Atem raubt, die Augen leuchten lässt, auf der anderen Seite aber auch so ein Gefühl von Huiuiui in ihm erzeugt. Weil was ist, wenn auf diesem Abenteuertrip irgendetwas schief geht? Gibt es da ein Netz? Gibt es da einen doppelten Boden? Das ist so das, was er hinterfragt. Aber grundsätzlich wird er mehr und mehr bereit, sich in dieses Abenteuer, das sich da Liebe nennt, zu stürzen. Was sagt sein inneres Kind denn? Meine Vorstellungskraft ist unbegrenzt. Hier ist alles möglich. Vertrauen und Glauben fördern diese Kraft. Ab sofort erfülle ich meine Aufgaben mit Freude und Begeisterung. Sobald die Freude nachlässt, stelle ich mir vor, dass ich die Arbeit für mein inneres Kind erledige. Es spielt keine Rolle, welche Arbeit ich verrichte, sondern nur, mit welcher Haltung ich sie ausführe. Ich glaube, da hat er von dir aber auch einiges gelernt, ne, was das Manifestieren angeht. Oder zumindest einige haben einiges gelernt. Otto war lang so unterwegs, dass er sich erstmal alles schlecht geredet hat. Ich verdiene zu wenig. Das sind jetzt nicht meine Manifestationsspirit, das wollte ich nur dazu sagen. Ich erkläre ja nur. Ich verdiene zu wenig, mein Leben ist schwer. Ich bin traurig, ich habe Kummer, ich habe Sorgen, ich sehe nur Probleme, ich sehe vor Problemen ja gar nicht mehr richtig klar aus den Augen. So hat er mal getickt. Aber dadurch, dass du in sein Leben geraten bist, hast du ihm gezeigt, dass man eben auch die Perspektive schon mal wechseln kann. Und vielleicht hast du ihm auch gezeigt, dass dadurch das Leben weitaus einfacher ist und dass dadurch auch sehr viele schöne Dinge in dein Leben kommen oder gekommen sind. Und ich habe so den Eindruck, er eifert dir nach, was das angeht, und kommt mehr und mehr in seine Leichtigkeit. Was sagt das Tarot dazu? Die Welt. Ja, jetzt ist alles möglich. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Jetzt ist alles möglich. Im Grunde ist alles im Gepäck. Es liegt alles auf dem Tisch. Die große Liebe hat er gefunden. Er ist glücklich mit dir. Er sieht den Erfolg. Er sieht die Harmonie. Er sieht die Leidenschaft. Er sieht den Witz. Also wisst ihr, wie ich das meine. Also, wir können doch gut miteinander lachen. Er denkt über eine Lebensgemeinschaft nach, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und sagt er Folgendes: Danke. Ah, der checkt dich. Heute wirst du nochmal gecheckt. Also, wenn ich Orakel sind, das immer die nächsten 24 Stunden. Es kann ein bisschen vorschwingen, das kann ein bisschen nachschwingen.
kann sein, dass das heute so ein Tag für dich war oder aber der nächste wird so werden. Wenn du wüsstest, was ich alles weiß über dich, von wegen, ich habe kein Interesse an dir, jedes neue Bild im Facebook, jeder Status wird von mir wahrgenommen. Ja, das sind die einen. Und die anderen Ottos, die vielleicht schon ein Stückchen weiter sind, die klinken sich mal kurzerhand in dein System. Dann hast du sie im Rücken hängen. Das hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber ich habe nicht umsonst gesagt, der kann zaubern. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es geht. Es ist schon erforscht worden und bestätigt. Der klingt sich in dein System und dann kann der genau checken, wie sehr du im Vertrauen bist, wie sehr du an die Geschichte glaubst, ob du in der Lage bist, eine Last zu tragen oder ob du da zugrunde dran gehst, wie stark du bist und so weiter und so fort. Und der macht das nicht nur mal für ein paar Sekunden, ne, der bleibt. Der bleibt dann auch für ein paar Stunden und ja, da wirst du dann nochmal gecheckt von ihm, ob er sich wirklich auf dich verlassen kann. Ich sag das nur, weil wenn sowas ist in der nächsten Zeit, dann könnt ihr euch schon mal so ein bisschen auf was gefasst machen. Und dann schauen wir mal, was in seinem Kopf so vor sich geht. Viel. So viel möchte ich aber nicht. Die Heilung habe ich gesehen. Können wir das bisschen jetzt mal strukturieren hier, bitte Spirit. Das Ganze ist beschützt. Das wissen wir, ne? Das erzähle ich schon seit über 2 Jahren. Und dass er gewachsen ist, das ist auch sichtbar. Dass du gewachsen bist, das ist auch sichtbar. Dass diese Verbundenheit da ist zwischen euch beiden, steht auch außer Frage. Er hat noch was mit seinem Familienthema zu tun. Aber auf der anderen Seite hat er auch das Gefühl, dass du seine Familie bist und nicht seine wirkliche Familie. Ja, da wird noch mal was reflektiert, noch mal was überlegt. Vielleicht auch was die Leute so sagen zu euch beiden. Ob er sich mit dir zeigen kann, was dann an Kommentaren kommt, ob ihn das noch aufregt oder nicht. Oder so. Seine Herzebene. Ja, das Herzchen quillt fast über vor Emotionen. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend für ihn. Er möchte ja ernten, aber er wartet auf den richtigen Moment. Ja, und wann er sagt, dass der richtige Moment ist, da kann ich nicht viel zu sagen, weil manche Dinge sieht der Otto anders als ich zum Beispiel. Er wartet auf die richtige Welle. Und wenn der richtige Zeitpunkt ist, dann wird er ernten. Weil das stört ihn ja selber. Es ist anstrengend zu lieben, aber diese Liebe nicht im Leben zu haben, da muss man ja immer erspüren, was ja abgekürzt werden könnte, wenn man sich hätte. Ja, manchmal rede ich in Rätseln, aber ihr versteht mich schon. Die nächsten Schritte. Heute kommen Nachrichten, euren Seelenvertrag betreffend. Denn Otto nimmt sich den Karton vom Kopf. Er hat ausgemistet auf Seelenebene. Und diese Durststrecke, der Widerstand, nee, das macht alles keinen Sinn mehr. Er hat den richtigen Riecher. Heute für viele. Ich wünsche euch viel Spaß. Berichtet mir gerne. Ich lasse mal liebe Grüße da. Bedanke mich für jeden, der den Kanal abonniert. Mit Glöckchen werdet ihr auch noch immer benachrichtigt. Benachrichtigt, sobald ein neues Video erscheint. Ja, auch jedes Like und jedes Kommentar erfreut mich und unterstützt mich hier sehr mit meiner Arbeit, die ich mache. Bleibt mir gesund. Stay positive. Ja, und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann.